Ich erzähle euch heute, wie man Aufnäher herstellt. Oder anders gesagt, wie man von so einer Vorlage dahin kommt. Das ist ein Aufnäher, den ich gemacht habe, um diese Tasche zu reparieren. Da haben wir versucht, drauf zu sticken. Und das ist schief gegangen. Die Stickmaschine hat ein Loch reingerissen. Also habe ich mir gedacht, du musst irgendwie reparieren. Also mache ich einen Aufnäher und nähe den da drauf. Und um Aufnäher zu machen, braucht man ein bisschen Zubehör. Es geht los mit der Stickmaschine. Ich habe exemplarisch nur den Rahmen hier, den ich benutzt habe. Dann braucht man Stickvlies. Das ist eine Variante. Das ist die nicht klebende Variante. Hier haben wir noch die klebende Variante. Die klebende Variante erkennt man daran, dass drinnen steht 1862B. B steht für Bügel. Haptisch erkennt man die klebende Variante daran, dass sie auf der Innenseite der Rolle glatt ist, im Gegensatz zu außen, da ist sie rau. Und das, die nicht klebende Variante ist auf beiden Seiten rau. So, wenn man dann das Vlies hat, dann braucht man noch einen Trägerstoff für den Aufnäher. Da haben wir einen Träger, der, also einen Stoff, der extra dafür gedacht ist, dass man drauf stickt. Das ist dieser Stoff hier. Gibt es in vielen verschiedenen Variablen. Farben. Varianten. Zu viel Mathe gemacht heute. Hier exemplarisch schwarz und rot. Man braucht auf jeden Fall einen Kuli, das ist wichtig. Und eine Stickmaschine. Gut, die hatten wir schon. So, es geht los. Wenn man also die Vorlage hat, braucht man erstmal von der Vorlage eine Vektordatei. Die macht man am besten in Inkscape. Die Vektordatei sieht dann so aus. Wie man die genau macht, erzähle ich vielleicht ein andermal. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass alle Objekte Flächen sind und dass die Flächen sich nicht überlappen, weil mit überlappenden Flächen kommt die Sticksoftware nicht klar. Wenn jemand schon mal Motive für den Plotter gemacht hat, das sind genau die gleichen Anforderungen. Beim Plotter dürfen die Flächen sich auch nicht überlappen. Wenn man dann die Vektordatei hat in Inkscape, dann exportiert man sie als WMF-Datei. Das ist irgend so ein Windows-Ding. Und diese Sticksoftware kann es importieren. Das ist der einzige Grund, warum man das benutzt. So, hier haben wir die Sticksoftware in meiner Windows-VM. Da gibt es unter Startseite die Funktion Muster importieren. Und da klickt ihr drauf. Dann wählt ihr die Option von Vektorbild. Dann wählt ihr eure Datei aus. Und dann sieht es erstmal so aus. Und das hat jetzt noch einen Haufen Probleme. Zum Beispiel erstens sieht man unten die Farbreihenfolge. Stimmt jetzt der Cursor? Ja, stimmt sogar. Unten sieht man die Farbreihenfolge. Die Farbreihenfolge ist ein bisschen komisch. Wir haben zum Beispiel, es geht los mit Lila, dann kommt nochmal Lila. Wir haben ja auch erst Blau und später nochmal Blau. Und das Problem ist, ihr müsst da dauernd die Farben wechseln, obwohl es nur 8 verschiedene Farben sind, müsst ihr die hier ja 15 mal Farben wechseln. Deshalb kann man hier links die Reihenfolge verändern, indem man einfach Objekte gleicher Farbe so lange zusammenzieht, bis man die minimale Farbwechselsequenz zusammen hat. Das ist relativ einfach. Außerdem müssen wir die Vorlage ein bisschen größer machen. Das kann man einfach mit diesen... man nimmt einfach die Vorlage an einer der Ecken und zieht sie größer. Dann muss man die Gruppierung aufheben. Sonst kann man die Objekte nicht einzeln bearbeiten oder einzeln anwählen. Das heißt, man macht auf das Objekt einen Rechtsklick und sagt Gruppierung aufheben. Dann sieht es so aus. Hier ist es jetzt links sortiert. Das heißt, es geht los mit der blauen Füllung. Und dann kommt der ganze Regenbogen. Dann wollen wir die Stickattribute einstellen, weil noch, also das, man könnte es jetzt so sticken, aber wir wollen es natürlich hübsch machen. Das heißt, zunächst stellen wir die Stickattribute ein. Wenn man das ausgewählt hat, erscheinen rechts die Stickattribute und wir sehen hier, die Richtung ist konstant und sie steht auf 72 Grad. Und das ist hier. Und wir wollen jetzt, dass die Richtung besser zu der Form passt. Also
stellen wir hier die Richtung auf 18 Grad. Das sieht man im Video wahrscheinlich nicht, aber ich lade später auch noch die Folien hoch. Jetzt sieht es nämlich so aus, dass die Richtung mehr so dem Körper folgt. So, jetzt wollen wir für alles außer der Körperfüllung einen Satinstich. Das heißt, wir selektieren links alles, was ein Satinstich kriegen soll, also alles, was irgendwie so eine Art Linie ist. Wählen dann oben unter Attribute die Attribute aus und stellen hier von Füllstich auf Satinstich um. Dann sieht das so aus. Und jetzt sieht man, hier bei dem Grünen hätten wir Probleme. Da würde dann, er hat hier wieder die konstante Richtung von 72 Grad. Das sieht man hier ganz schön. Da würde hier so einen riesen Stich machen, von da unten bis da oben. Und wenn man so lange Stiche macht, dann wird das Ergebnis nicht stabil genug. Das heißt, das Längste, was man machen kann als Satinstich, ist ein halbes Zoll, also 12,7 mm. Aber ein 12,7 mm Satinstich ist schon heikel. Also über 10 ist eigentlich nicht so eine gute Idee. So, damit wir jetzt das Problem nicht haben, dass der Satinstich zu lang wird, stellen wir die Richtung des Stichs von Variabel auf Konstant um. Von Konstant auf Variabel, falsch. Was dann passiert ist, dass das Programm die Stichrichtung so anpasst, dass sie der Kontur folgt. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn man irgendwas hat, was viele Kurven hat, kann man das trotzdem mit einem Satinstich sticken. Das würde man nicht machen können mit einem Satinstich mit konstanter Richtung. Und der Nachteil ist, dass diese Software, das so Mittel drauf hat, die macht da an Stellen teilweise Fehler rein. Das können wir uns hier angucken. Hier sieht man nicht so arg viel. Deshalb ist es auch immer ein Problem. Man sieht das Problem, also es kann einem passieren, dass man das Problem erst feststellt, wenn man es ausgestickt hat und dann ist es zu spät. Deshalb muss man da immer genau hingucken. Was man hier auf der nächsten Folie sieht, wenn man hier oben auf die Stichansicht stellt, ist das. Und das bedeutet, dass die Maschine bis hier so einen schönen Zickzackstich macht, bis hierhin, und hier dann anfängt, einen Stich hier hinzusetzen und einen hier in diese Ecke. Und dann einen Haufen Stiche, nämlich die hier alle, immer in diese Ecke stickt. Und das sieht in der realistischen Ansicht so aus, als würde das am Ende gut aussehen. Aber ich habe das natürlich ausgestickt, weil ich es nicht gemerkt habe. Und es kommt das bei raus. Könnt ihr euch auch hier angucken. Hier oben das lilane, das sieht einfach hässlich aus. Also es sieht auch nicht aus wie die Vorlage. Und es kann einem auch passieren, dass dabei der Faden reißt und so. Es ist alles nicht gut. Das ist mit dem USB-Mikroskop aufgenommen. Und man kann da ganz schön nah reinzoomen. Großer Spaß für die ganze Familie. Wir gucken, ob wir noch mehr. Jawohl. Großartig. Hier sieht man jetzt schön, was das Problem ist. Nämlich, er stickt halt immer in diesen Punkt hier. Aber so viele Fäden kann man da halt nicht so schön überlappend hinsticken. So. Und jetzt muss man irgendwas dagegen machen. Und das Problem ist, man kann die Stichrichtung nicht mehr direkt beeinflussen, wenn man sie auf Variabel gestellt hat, weil das ist dann halt die Automagie von diesem Programm. Deshalb muss man irgendwie das Motiv ein bisschen ändern, sodass er was Sinnvolles macht. Und das macht man so, man geht links oben auf Wählen. Da kann man sich überlegen,
was man gerade eigentlich manipulieren will. Und wir wollen jetzt einzelne Punkte manipulieren. Punkte der Form. Ne, diese Formen in PE-Design, das ist die Sticksoftware, die bestehen alle aus Liniensegmenten. Und wir sehen hier links diese vier weißen Punkte. Und die löschen wir einfach und prompt macht die Software nicht mehr so einen Unsinn wie vorher, sondern macht schön einen Zickzackstich bis zum Ende. So, jetzt haben wir die Stickdatei. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass wir es am Ende einfach haben, den Aufnäher im Rahmen so zu positionieren, dass das Motiv da rauskommt, wo wir es haben wollen. Und das machen wir einfach, indem wir um das Motiv einen Rahmen außenrum ziehen. Dazu nehmen wir unter Startseite Rechteck, Kreis, Bogen das Rechteck, machen ein Rechteck um das Motiv außenrum, was die Größe des Aufnähers hat, den wir erstellen wollen. Unter Attribute können wir dann eine Randnaht einstellen, das hier links oben. Ja. Und da stellen wir als Randnahttyp einfach den Geradstich ein. Das heißt, was die Maschine dann macht, ist einfach einen Geradstich um das Motiv außenrum setzen und dann wissen wir, da müssen wir den Aufnäher, den Trägerstoff für den Aufnäher hinlegen. Dieses Rechteck erscheint dann als neues Objekt und es wird als allerletztes gestickt und das ist natürlich Quatsch, wir brauchen es als erstes gestickt, weil wir müssen zuerst rausfinden, wo wir den Grundstoff für den Aufnäher eigentlich hinlegen wollen. Deshalb klicken wir da links unten in der Stickreihenfolge einmal Rechtsklick drauf und sagen erstes Sticken. Auf Englisch ist das besser, da heißt es Sew First. Die Übersetzung ist vom Mittel. Ne? So, dann ist der Rahmen da oben. Gut. Wenn wir den Aufnäher, wenn wir das am Ende des sticken wollen, dann geht das so. Wir nehmen ein Stück Stickvlies und spannen es einfach in den Rahmen. Ich mach das mal. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn wir das in den Rahmen gespannt haben, wollen wir das Rechteck darauf sticken, dass wir wissen, wo wir den Aufnäher hinlegen wollen. Dann legen wir den Aufnäher drauf und dann wollen wir den Aufnäher da festnähen. Das heißt, wir brauchen nicht nur so einen Rahmen, der uns sagt, wo das, der Aufnäher hin muss. Wir brauchen auch einen Zickzackstich, der den Aufnäher dann an dem Stickvlies feststickt. Das heißt, wir machen einfach oben und unten eine Linie hin. Das ist unter Startseite Linie, nehmen wir das Linienwerkzeug. Jetzt haben wir oben und unten eine Linie. Das Objekt wurde wieder ganz unten angelegt. Das heißt, wir nehmen das wieder und sticken das als erstes. Nee. Was wir außerdem machen, ist, wir stellen für diese Linien die Stickattribute ein und stellen hier die Zickzackbreite auf 2 mm. Das garantiert, wenn man halbwegs sauber arbeitet mit dem Ausschneiden und so, dass immer ein Stich im Vlies ist und ein Stich im Trägerstoff. Und wir stellen die Dichte nur auf 1 Stich pro Millimeter, die steht normalerweise auf 4,5. Aber mit einem Stich pro Millimeter ist das schon hinreichend fest. So, jetzt dann nehmen wir das, den Zickzackstich und tun ihn an die zweite Position, sodass zuerst der Rahmen gestickt wird, der uns sagt, wo der Trägerstoff hin muss. Und dann wird der Trägerstoff mit dem Zickzackstich am Vlies festgemacht. So, jetzt haben wir die Datei fertig. Die kommt dann auf den USB-Stick der Maschine. Und wir können anfangen, tatsächlich zu sticken. Das heißt, wir nehmen uns so ein Stück Stickvlies. In dem Fall habe ich das
das schwere, nicht klebende genommen, das 1995. Kein Witz, das heißt so. Das Vlies wird eingespannt, abgeschnitten und in die Maschine eingelegt. Dann sticken wir die erste Farbe drauf, das ist der Rahmen. Da legen wir dann den Grundstoff drauf. Sticken den Grundstoff fest. Jetzt ist der oben und unten mit dem Zickzackstich befestigt. Und dann können wir auch schon die erste Farbe des Motivs draufsticken. Hier war jetzt das Problem, da hatte ich die Fadenspannung zu hoch. Die Fadenspannung stand auf 2. Ich habe sie beim zweiten Versuch auf 1,6 runtergesetzt, weil die hohe Fadenspannung dafür gesorgt hat, dass sich dieser Trägerstoff verzogen hat. Das sieht man unten. Unten habe ich den Zickzackstich aufgelöst, damit man schön sieht, wie sich der Trägerstoff wellt. Das sieht man auch an dem Beispiel, das irgendwo rumfliegt. Und dann stickt man die Farben durch. Und dann ist man fertig. Nur der erste Versuch hatte natürlich diesen Fehler mit dem Satinstich, der Unsinn gebaut hat. Und deshalb nochmal diese wunderbaren Bilder von unserem USB-Mikroskop. Das heißt, jetzt müssen wir uns was ausdenken, wie wir das mit dem Verzug besser in den Griff kriegen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin hingegangen und habe nicht mehr das nicht klebende Vlies genommen, sondern ich habe das klebende Vlies genommen und habe es so eingespannt, dass die Klebeseite nach oben zeigt. Habe wieder den Rahmen drauf gestickt und habe dann innen am Rahmen mit dem Kuli markiert, wo genau der Rahmen ist. Dann kann man nämlich das Vlies aus dem Stickrahmen ausspannen und kann den Trägerstoff drauflegen auf den Trägerstoff Backpapier. Das alles in die T-Shirt-Presse und dann ist der Stoff fest auf das Stickvlies aufgebügelt und löst sich nicht mehr so leicht ab und es gibt nicht mehr so leicht Verzug, weil das Stickvlies halt den Stoff überall festhält und nicht nur oben und unten, wo er festgestickt wird. Und dann muss man nochmal sticken. Und jetzt muss ich ein bisschen rauszoomen. Und dann ist man fertig. Dann hat man einen Aufnäher, den kann man dann mit einer handelsüblichen Nähmaschine ganz einfach auf so eine Werkzeugtasche draufnähen. Sehr schön. Gibt's Fragen? Nächste Woche zeige ich euch, wie man einen Freiformaufnäher macht, den man dann aufbügelt. Den muss man nicht aufnähen, den kann man aufbügeln. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man nicht mehr durch die Tasche durchnäht, die dann zu ist. Oder dass man auf den Rucksack bügeln kann. Das sieht dann so aus. Und darauf kann man nicht nähen, weil da so eine Plastikeinlage drin, da bräuchten wir eine Hardcore-Nähmaschine oder so. Wie lange dauert es, ein Motiv zum Sticken? Eine Stunde oder so. Jetzt kommt man wahrscheinlich immer noch die verschiedenen Farben drauf an, wie oft gewechselt werden muss. Ja, ja. Wie viele Stiche sind das ungefähr? 100.000? Im Bereich zwischen 5 und 10.000. Ich glaube, es waren so 5.000 rum. Es ist ja relativ klein. Ich meine, es ist 12 cm breit und 4 hoch oder so. Das ist noch relativ verträglich. Also das hier sind dann schon 20.000 Stiche. Wenn man hier den Körper ausstechen. Wenn man die Füllung sticken würde, wären es 30.000 Stiche. Ja, Füllung ist immer, also Füllung braucht viele Stiche. Hier die Mähne und so, das braucht alles nicht so viele Stiche wie die Füllung.
What's the name of the software? It's PE Design. Is it freeware? No. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke ich euch. Bis zur nächsten Woche.